Servus, grüß dich, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Sonne. Wir sind im Dickdart-Tunnel, das ist ein Tunnel, der von Pokémon gegraben wurde. Und wir werden jetzt erstmal hier umschauen, alle Trainer besiegen, um dann gegen den Typen am Eingang nochmal zu kämpfen. Ich hoffe, dass wir in diesem Tunnel so weit alles abschließen können. Ich weiß nicht, ob wir ihn schon verlassen werden, aber mal gucken, mal gucken. Und da ist ein Zubat. Und Zubat finde ich nicht so geil, weil gegen Zubat kann ich unbedingt fliegen mit Ober. Zubat ist mir ein bisschen. Also, der Tunnel ist nichts für Ober. Ich werde hier gleich wechseln. Für wen ist dieser Tunnel? War die Wette für Raff? Oder für Wallrock? Ne, Wallrock auch nicht. Wobei Wallrock glaube ich Durchbruch jetzt mittlerweile. Für Windstein wird nicht viel machen. Und das Ding sollte mit Turbofelsen herausnehmen, oder? Ja. Wobei, das ist spezielle Erfahrungspunkte. Ich werde Ober jetzt echt von der Spitze packen. Mal gucken, vielleicht Aranestro ist auch doof. Doch, wenn ein einziges Wasserbocken noch Käfer ist. Käfer hat zu viele Schwächen, habe ich das Gefühl. Pack mal Raff nach vorne, obwohl, oder? Trumpack. Das kann ja auch Kampfattacken. Und Nitro-Ladung. Oh! Puh, dank Milo sind wir endlich einen Schritt weitergekommen. Alola! Wir sind von der Aether Foundation, wir beschätzen Pokémon. Dass sie jetzt so viele Dickter gewütet haben, ist anscheinend das Werk von Team Skull. Team Skull ist eine Gruppe furchtbarer Taugenichtse, ich weiß, die Spaß daran haben, Pokémon und Trainern Ärger zu machen. Dickter benutzen Tunnel, die sie über Jahre hinweg gegraben haben. Wir wollen dafür sorgen, dass sie sich hier bewegen können, ohne gegen andere Pokémon kämpfen zu müssen. Es sind immer noch Dickter hier, also passt bitte beim Durchqueren der Höhle auf. Was sind das nicht die Typen, die am Anfang der Story Lily verfolgt haben? Fällt mir nämlich gerade so auf. Oh, das ist mir schon öfter oder schon früher aufgefallen. Die sehen aus wie die Typen, die am Anfang Lily verfolgt haben. Also, gehört die Lily zu Team Skull oder. Was bist du? Bist du. Ah, Mann. Ein Zubat. Trompeck. Oder Trompeck. Trompeck. Egal, Trompete halt. Aber gegen Zubat kämpfe ich nicht. Vielleicht ist hier ein seltenes Pokémon. Hat Lily was mit Team Skull vielleicht zu tun? Oder ist die Aether Foundation vielleicht doch böse und hinter Cosmog her und steckt vielleicht auch hinter diesen Phänomenen am Himmel? Also Cosmog hat da 100 Pro was mit zu tun. Das habe ich nämlich, da bin ich mir, nachdem ich jetzt gesehen habe, was da passiert ist, hundertprozentig sicher. Schließlich hat das Phänomen für ein ähnliches Farbmuster. Das ist mir ein Zufall zu viel. Das kann ich noch nicht wegschieben, das ist doof. Gegen dich muss ich auch kämpfen. Ich schaufle ein Loch. Aber hier ist doch schon genug Löcher. Ich muss ihm noch ein schaufeln. Außerdem, wer anderen eine Grube gräbt, der braucht ein Grubengrabgerät. Du hast keins. Aber du hast einen Kiesling. Bin ich gar nicht mehr so geil. Mein Trompe jetzt schon liegen könnte, ne? Kugelsaat. Aber für diesen Fall habe ich ja mein Owei! Felswurf geht daneben, das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Kugelsaat! Macht nicht viel Schaden. Oh Gott, das hat Bruchrüstung. Aber das mit jedem Hit mache ich mehr Schaden, oder? Das dritte könnte schon reichen. Wenn ich einen dritten mache. Ja, okay. Ich war sehr fest überzeugt, das Ding hätte vielleicht wieder Robustheit. Pampuli. Selbes Problem. Aber da kann man mit Kraft sehr Wasser drauf donnern. Noch Reserve! Ach, das wirkt auch bei. Okay. Ich dachte, das wirkt bloß bei. Ach, das hat mit dem Kampf, glaube ich, auch schon thematisiert. Kann ich die Z-Kraft einsetzen können? Mal gucken, wie die ist, ne? So wie der Doppelkick. Aber Ober macht das.
Am liebsten würde ich mich in dem Loch verkriechen, das ich gerade geschaufelt habe. Aber das hast du ein, etwa doch ein Grubengrabgerät? Also hier müssen wir nicht mehr lang. Gehen mal diesen Weg. Oh, da hinten sehe ich ein Zigarre-Ding. Muss ich seine Kräfte einteilen können, ansonsten ist man schnell außer Atem. Arbeiter Fabrice und du hast Macholo, das ist gut für Trompec. Flicker! Ich denke mal, dass ich auch noch gute TMs kriegen werde, oder was, also was Ding angeht. Coco, also Owei. Ich hoffe, dass ich mal eine gute Pflanzen-TM krieg. Und mein Blattstein soll ich bald mal, will ich bald mal kriegen. Gucken, wo es hier lang geht. Ah, okay, das ist die Stelle. Team Skull. Ah, klasse. So eine Pleite. Wir wollen nur ein bisschen auf den Putz hauen. Und da haben uns plötzlich diese Dicker umzingelt. Verhauen und weggeputzt. Wurden also nur wir. Checkst du überhaupt, was ich mir, wie mich das aufregt? Das regt mich total auf. Jetzt weißt du es. Wir wollen jetzt also auch irgendwen verhauen und wegputzen. Da kommst du gerade recht. Mike. Da. Ich habe mich schon gefragt, mit wem du hier rumhängst. Aber es ist ja nur Team Skull. Was bist denn du für ein freches Früchtchen? Echt, euch zwei Belger putzen wir im Duett weg. Wie sie einfach gar nichts sagt, sondern eher nur wild gestikuliert und sie so denkt, yo Digga, Mann, dich hau ich vom Feld. Ist es ein Doppelkampf oder kriegt jeder einen? Nee, Doppelkampf. Team Skull Rüpel und Team Skull Rüpel. Wow, so gegen Meter heißen alle Rüpel. Mollung und Imantis. Ich hab Drumpack vorne. Und du setzt Pikachu ein. Na gut, mit Drumpack kann ich mit Pflücker Imantis einfach vom Feld schießen. Mal gibt das Mollung hier. Das macht anständigen Schaden. Smog. Ich dachte, er wollte die neue Pokémon fangen. Er hat immer noch. Ich glaube, dass er immer noch nur Pikachu und Arboretos hat. Oder schon die letzte Form von Arboretos, was ich nicht glaube, weil das wäre ein bisschen heftig. Trommel, ich glaube 25. Nett. Und der Pflücker. Elektroball! Lockduft. Das Mollock ist aber auch nicht gerade langsam. Schön, dass mein Trompec. Wo macht der Elektroball auch so wenig Schaden? So, das war's für die zwei. Oder hat da noch ein Pokémon? Nee. Das ist der Anfang vom Ende, aber jetzt geht's steil bergab, yo! Ich fühle mich total benebelt. Kann mal einer die Wolken, die um meinen Schädel kreisen, wegpusten? Wir haben jetzt noch nicht den Boss von Team Skull getroffen, ne? Hätte gleich so auf den Putz hauen. Immer werden wir verhauen und weggeputzt. Genau, ist ja nicht so, als hätten wir vor, die Weltherrschaft anders zu reißen oder so. Also mach mal halblang. Und tschüss. Oh Mike, wenn ich zusammen mit dir kämpfe, sind die Pokémon alle so entspannt. Dass du weißt, was für eine Klasse, für ein Kastrainer du bist. Hier, das möchte ich dir schenken. Top Alter. Hätte ruhig ein Blattstein sein können. Top-Hater kannst du alle AP einer Attacke auffüllen. Lass uns jetzt was Spaß mit den Diktern haben. Okay. Ah, hier geht's wieder raus. Okay, dann gucken wir weiter nach Trainern. Schließen wir das Ding doch schon jetzt ab. Hier war ich schon. Okay, dann gehen wir nochmal zurück und schauen, ob wir schon alle Trainer haben. Hier ist wieder Zubat. Das heißt, wieder zurückrennen. Das ist ein bisschen. Ich finde das gut gemacht, aber auf der anderen Seite. Naja, die hätten auch am Ende der Höhle warten können, oder? Ah, Mist. Okay, komme ich nicht zurück. Ich glaube, ich setze gleich mal einen Schutz ein. Wieder ein Zubat und ich will. Ich habe in der Höhle, glaube ich, schon alles gesehen. Hier gibt es wahrscheinlich nur Dicta und Zubat.
Turm, guck mal, ob ich irgendwo einen Schutz habe. Ein normal, ich habe noch Topschutz, ja, einen habe ich. So, dann schauen wir mal. Und ich sollte alle Trainer haben. Ja. Fangen wir an. Achso, das muss ich verstehen, die immer brachte Z-Kraft haben. Okay, Schwarzbur 3G. Ich dachte, ach, der wird ein Kampf-Pokémon haben, ne? Hariyama. Okay. Na dann, Pflücker! Okay, und der macht das sogar. Die Z-Kraft. Fulminante Vorschläge? Aber das sollte doch hängen, oder? Oder? Wow! Come back! Holy moly! Wurde ich geheilt von Tali? Oh, cool. Dann probiere ich mal meine Z-Attacke aus. Wobei! Moment. Z-Kraft. Z-Schlafbruder, Z-Egelsamen. Wow, was ist der Z-Set? Brillante Blütenpracht! Au, 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 au! Bitte sag mir, kann das... Okay, die können nicht abgeschlagen werden. Das eine ganz links! Die gucken alle so... Und das Teil, das eine guckt voll so gelangweilt so... Ich glaube, ich nenne den einen Alex. Fulminante, brillante Blütenpracht! Oh, das reicht nicht mal aus, das ist ja bitter. Krabbox. Mein Ober will ich schon jetzt hier Erfahrungspunkt gekriegt. Eigentlich auch bei Dromberg, aber das ist riesig, das nicht vermeiden. Guck wieder Knockoff, aber das sollte ja nicht allzu viel. Nee. Na dann, Durchbruch! Tja! Und ich habe erfahren, dass Ibitak hätte nämlich auch die Zerkraft einsetzen können, das wir gegen alle von anderen Rennern hatten. Nachdem ich aber das Ding gewonnen hatte, konnte ich das Ding nicht einsetzen. Irrschlag. Brauche ich das? Brauche ich Irrschlag? Eigentlich nicht. Hiermit erkläre ich das Set soll für beendet. Ja, und ich habe es gewonnen. Denn sie ist sehr beeindruckend. Du bist ein wahrer Sie-Meister. Das andere gebe ich das hier. Top-Beleber. Okay, cool. Ja. Na gut, da kriegen wir immerhin immer etwas. Das Gefühl, da kriegen wir auch so Z-Kristalle für also die Pokémon-spezifisch sind. Gibt es ja scheinbar auch. Also es gibt ja das Relaxonium-Z, das haben wir über das Event schon bekommen. Route 9. Polizeiwaffen Route 9. Kein Blickkontakt, kein Kampf. Okay. Gucken wir doch mal rein. Was wir hier haben. Kann ich vielleicht meine Pokémon hier heilen? Hallo, ich möchte mit dir reden. Oder nicht? Hast du dich verlaufen? Hilfst du die Karte weiter? Also, okay. Also wieder so, weil mit dem Typen kann ich jetzt halt nicht reden. Da belege ich mal kurz meinen Trompack wieder. Ich habe noch mehr, normale Beleber. Nicht mehr so viel, aber ich habe noch welche. Und nehmen wir kurz Superrank um halb mal kurz durch und dann werde ich mir im nächsten Start wieder welche kaufen. Ich vergesse aber, die halten ja jetzt 60. Das ist ganz cool. Das ist ziemlich cool sogar.
So, auf jeden Fall, Diktatunnel haben wir verlassen. Dann denke ich mal, alles mitgenommen. Ich habe einfach nichts zu tun. Wie wär's mit einem kleinen Kampf gegen die Langeweile? Du bist auch cool. Wow, Polizist Crack. Er ist bestimmt auf Crack. Kano, ja stimmt, die haben ja immer gern für Kano. Bedroher. Egal. Hypersprintangriff. Da bin ich aber mit den Armen entsetzt, das verstehe ich ja noch. Do it! Hypersprintangriff. Zack. Ja, ging sogar. Bodycheck. Das wird wehtun. Ging sogar. Ich muss, darf nicht vergessen, ich habe ja schon Bedroher Intus. Aber das reicht jetzt aus. Vulkan ist down. Dafür sollte ich dich eigentlich verhaften. Nee, ist eigentlich nur Spaß. Keine Ahnung, wenn du ein amerikanischer Polizist wärst, würde ich es ja gar nicht, würde ich sogar glauben. Hier geht's nochmal lang. Wieder eine Route zum Erforschen. Hügel des Gedenkens. Wieder ein Friedhof. Warum sind so viele Friedhöfe? Warum liegen da so viele Items rum? Was wir hier haben. Schutzbahn. Ich guck mal, warum ich irgendeinen Blattstein finde. Drin, dann mache ich dann im nächsten Part. Okay, oder auch nicht. Die Pokémon in den Krämern schlafen die ganze Zeit nur, oder? Oh, ein kleines, liebes Kind. Das ist so traurig irgendwie wieder. Vorstellt euch Diego. Fummeluff. Es ist jetzt eine Fee, darf ich wieder nicht vergessen. Muss ich Feen. Glücke! Fummeluff hat zwar viel KP, aber die verteidigt war das nicht so knülle. Säulestimme. Furienschlag! Einmal getroffen. Du musst ja mindestens zweimal sein müssen. Und Ledian. Wolverock. Felsgraf. Und wahrscheinlich Turbofelsen auch gereicht. Oberwelt Level 26. Brüller. Nein, danke. Irgendwie werde ich so müde. Das ist makaber. Das ist schon auf eine dezente Art makaber. Wow, ich kann hier die Gräber looten. Das ist auch wieder heftig. Okay, nicht alle. Ich würde sagen, es wird dezent makaber hier. Superschutz in dem Grab. Ja, der hat gut geholfen. Finsterball. Das ist ja auch makaber, so weit zu finden. Hier finde ich die Gräber von Menschen, die früher in Alola eine wichtige Stellung innehatten. Sie wollten nur das Capo über ihre letzte Ruhe erwacht. Ja, okay. Halbbruder. Wie einfach die Gräber looten können, ist schon echt makaber. Aber das sind nicht so Menschen, also nicht die Pokémon, oder beziehungsweise vielleicht auch beides. Wer weiß das schon. Auch noch die ältere Dame. Kann ich eigentlich an der vorbeischleichen, ja. Weil ich mache die Trainer dann im nächsten Part. Und da ist wieder das Team Skullfritzen. Machen wir wieder finden. Zubat. Oh, awesome. Dann verziehen wir uns mal. Verkrümmen wir uns hier aus diesem Kampf. Oder ist die von Team Skull? Hab ich, nee, die ist, ja, die ist von Team Skull. Bandsticker. Ich hab gehofft, die finden irgendwo den Blattstein. Wieder ein wildes Pokémon.
Wir werden im nächsten Part auch mal die Trainer hier auf dem Friedhof alle zu Gemüte führen. Bis auf den Knirps, den ich gerade schon besiegt habe. Ich habe auch nicht mehr allzu viel Zeit. Hier geht's noch weiter, oder? Luna Küstenstreifen. Ich sehe auf jeden Fall schon mal. Oder Arcana Küstenstreifen? Ich weiß es gar nicht. Angler, der will wahrscheinlich kämpfen. Der Typ will kämpfen. Und macht er auch, weil ich in ihn reingerannt bin. Wenn ich wusste, dass. Okay. Guten Morgen, kurz gesagt, moin. Ein Hamburger. Moin, moin, Kollege. Was gut, Kenshi. Ich lasse die Trainer übrigens nicht aus. Ich gucke mir bloß mal an, was hier so alles gibt. Weil ich habe gerade mittel. Gerade wenig Zeit. Ich werde auch nach dem Part beenden. Ich kann nicht wieder, aber der wird jetzt nicht wieder eine Sackkarte haben, oder? Pflücker! Wurwurf, das wird trotzdem wehtun, oder? Oh, Trompeck. Meh. Dann Raf, mach du mal. Zeig's ihm! Dynamische Maxi-Flamme! Und tschüss, Hariyama. Alles Trompeck, das wird dauernd besiegt. Ich überlege, Trompeck auszutun, wenn es sich entwickelt. Ich habe verloren, kurz gesagt, Mist. Bin ich sure, dass er das so sieht. Nicht, weil ich Trompeck nicht mag, aber es ist irgendwie. Wobei, mal schauen, wie die letzte Entwicklungsform ist. Auf jeden Fall sehen wir uns die Gardewürfelform. Also die ganzen Kirchen. Und ich gehe jetzt mal. Ah, da oben ist noch was. Da oben kann ich noch lang. Gucken wir uns das nochmal an. Hyperdrang, okay, ich finde hier nicht den Blattstein, den ich so ewig suche, aber er müsste bald kommen. Habe ich zumindest gehört. Drum gehen wir im nächsten Part nochmal den Friedhof hier durch und so weiter und so fort. Gehen nochmal die Route ein bisschen durch. Aber das alles, wie gesagt, im nächsten Part. Ich danke fürs Zuschauen. Bis denn und ciao!